wissen, was da drin vorgeht. Okay, das werden wir jetzt auch herausfinden. Aber damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. In der letzten Folge wurden wir leider so rüde unterbrochen und dann war so ein Ladebildschirm, sag ich mal, am Ende. Das habe ich dann genutzt, um hier wirklich mal zu cutten. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Ich denke mal, er ist hier da durch dieses Tor reingegangen. Wir können nämlich scheinbar hier durchspringen. Beziehungsweise klettern. Der ist ziemlich gut im Klettern, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Okay. Aber das sagt mir auch was. Also ich kann mich daran erinnern, dass Sherlock Holmes gerne mal die Hilfe von einem Jungen in Anspruch genommen hat. Oh Mann, so viel teures Zeug. Oh Mann. Okay. Also hier scheint jetzt irgendwie nichts zu sein, was uns jetzt weiterhilft. Ich schätze mal, wir müssen da entweder das richtige Fenster finden oder durch die Tür durch. Ich kann nichts erkennen. Ich kann nichts erkennen. Ach du Döde, du sollst ja auch da reingehen. Also nicht reingehen, sondern reinsehen. Zu gefährlich zum Reingehen. Zu gefährlich zum Reingehen. Ja, was soll ich dann machen? Die Leiter will er auch nicht nehmen. Das Spielchen vorne wiederholen. Die kann man ja auch. Ich kann nichts erkennen. Ich kann nichts erkennen. Mensch, Junge, da mach doch mal die Augen auf. Oh, Moment, da ist er. Leben hier nur zwei Leute? Was für eine Verschwendung. Okay. Leben hier nur zwei Leute? Was für eine Verschwendung. Säcke voller Essen. Gefällt mir. Das war's jetzt schon? Ich meine, das ist als Grün drin. Zu gefährlich zum Reingehen. Zu. Nein, ich bin hier noch nicht fertig. Ja, was willst du denn noch machen? Du hast ja jetzt schon versucht, in jedes Fenster zu gucken. Ich meine, das ist grün. Das soll ja angeblich erledigt sein. Leben hier... Hätte ich erst hier reingucken sollen und dann hinten was machen sollen. Aber hier passiert jetzt auch nichts Neues. Komisch. Zu gefährlich zum Reingehen. Ja, dann sagt mir doch, was ich machen soll. Ich kann nichts erkennen. Das ist jetzt irgendwie seltsam gemacht. Der hat jetzt auch kein Menü oder ähnliches. Ich kann nichts erkennen. Ich kann nichts erkennen.
Ja, aber was willst du denn hier noch machen? Ich meine, wenn du ja sowieso schon über reingeguckt hast, du willst nicht reingehen. Das ist ja auch okay. Zu gefährlich zum Reingehen. Was willst du denn noch machen? Das Fenster scheint ja auch schon zu Ende zu sein. Nein, ich bin hier noch nicht fertig. Leben hier nur zwei Leute? Was für eine Verschwendung. Ja, keine Ahnung, was man hier noch machen soll. Leben hier nur... Es ist ja auch grün, also verstehe ich jetzt irgendwie nicht, was das jetzt soll. Ich kann hier irgendwo hochklettern oder ähnliches. Hier kann ich ja auch nichts mehr machen. Das ist ja auch noch so komisch. Oder? Ein Wappen. Das könnte nützlich für Mr. Holmes sein. Ich zeichne es mal ab. Oh, dein Ernst jetzt. Zeit für den Bericht an Mr. Holmes. Oh. Ich muss hier verschwinden, bevor sie mich erwischen. Dein Ernst jetzt, wegen diesem scheiß Wappen. Ziemlich seltsam. Was schließen Sie aus dem, was Wiggins herausgefunden hat, Holmes? Das Wappenbild sollen wir untersuchen. Wenn ich das denn mal finden würde. Werbung vor Mistanzeige. Dokumente? Wieso habe ich denn kein Wappenbild? Weil das vor uns liegt wahrscheinlich. Okay. Gute Arbeit von Wiggins. So, das Bild des Wappens, das Wiggins angefertigt hat. Kann aber auch sehr schön... die Löwen da reinzeichnen. Ich denke mal, das soll Tauben oder sowas sein. Okay. Ich soll das Bild nochmal extra untersuchen. Wie soll ich das denn untersuchen? Ich kann es nicht untersuchen, Leute. Holmes, wir müssen dem Jungen helfen. Ja, das ist klar, aber ich kann das jetzt nicht untersuchen. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Watson, Sie sind mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Ja, heute irgendwie anscheinend nicht so, ne? Ich meine, ich soll das Ding ja untersuchen, aber ich kann es nicht untersuchen, weil, ja, ich halt nirgendwo draufklicken kann oder ähnliches. Das Bild des Wappens, das sagt mir jetzt natürlich auch so überhaupt gar nichts. Das geht auch nicht weg. Kann es halt auch nicht aufheben oder so. Untersuchen Sie, untersuchen Sie das Wappenbild, das Wiggins angefertigt hat. Ja, so viel ist mir schon klar. Aber wie? Ich habe es ja jetzt aufgenommen. Ich kann es ja jetzt nicht mehr untersuchen. Bravo, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Ich dachte eigentlich, dass das hier mein Analysetisch ist. Hilfreich bei meiner Arbeit.
Ja, jetzt habe ich mich gerade darüber gefreut, dass wir endlich mal herausgefunden haben, wie es weitergeht. Und jetzt stehe ich irgendwie schon wieder auf den Schlauch oder keine Ahnung. Kann er jetzt auch nicht mit Rechtsklick oder so, kann ich auch nichts machen. Dass das immer schief ist, ist ja schön, aber wie soll ich das denn analysieren? Eine Karte von London und Umgebung. Kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Das weiß ich noch nicht so genau. Die Zahl der Obdachlosen in London nimmt ab. Auf den Straßen von London gibt es immer weniger Obdachlose. Oh, ich ahne Schlimmes. Unsere Gesellschaftsreporte haben für diese Entwicklung keine andere Erklärung als das starke volkswirtschaftliche Wachstum im Königreich. Und natürlich den... Wunsch unserer Mitbürger zu arbeiten und etwas zum Aufbau eines erfolgreichen und florierenden Landes beizutragen. Ganz ohne Zweifel können wir uns darauf freuen, dass sich die Lebensqualität in London weiter erheblich verbessern wird. Ja, so spontan würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das alles ein großer Plan ist, dass sie sich nur um die Leute, auf die Leute stürzen, die halt wenig Geld haben und ja, die halt verschwinden lassen wollen wahrscheinlich. Ja. Kann ich hier mit irgendjemand von euch reden? Anscheinend nicht. So, der kann uns auch nirgendwo so wirklich hinbringen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kann der Junge uns irgendwas dazu sagen oder so. Vielleicht hat er das schon mal gesehen. Keine Ahnung. Hoffentlich finden Sie meinen Vater. Natürlich kann er uns nicht helfen. Ich dachte, ich könnte mit denen reden. Was macht der denn da? Und warum macht er das hier draußen am Rohrende? Das muss man auch nicht so ganz verstehen, ne? Ja, Kutscher, ich habe keine Ahnung, wo ihr mich hinfahren sollt. Holmes, wir müssen dem Jungen helfen. Dann hilf mir endlich mal. Woher soll ich denn wissen, wie ich das ganze Ding hier analysieren soll? Ich kann es ja nicht mehr öffnen und nix. So, das war... Ja, okay. Das wollte ich nicht benutzen. Wie zur Hölle soll ich dieses Wappenbild untersuchen, wenn ich das nicht anklicken kann und nichts? Ich meine, ich würde ja normalerweise sagen, dass ich einfach mit den Leuten spreche, aber... Ah! Ah!
Moment. Nein, nicht rausgehen. Okay, Geschichte wahrscheinlich dann eher. Nicht das, was ich benötige. Nicht das, was ich bin. Nicht das, was. Nicht das. Nicht das, was ich benötige. Okay, anscheinend doch keine Geschichte. Nicht das. Nicht das. Nicht das. Nicht. Nicht. Kann man das nicht auch überspringen? Ja, wir nehmen jetzt mal einfach von oben. Nicht das. Nicht. 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 Nicht das, was ich. Nicht das, was ich. Also das ist jetzt alles Quatsch, was hier drin steht. Nicht. Nicht. Nicht das. Nicht das, was ich. Nicht. Nicht. Hä, jetzt habe ich aber alles schon gemacht. Zeitungen? Oh Gott, Nicht das, was ich bin. Doppelmord? Nicht das, was ich benötige. Woher soll ich das wissen? Nicht. Wollt ihr mich veräppeln oder 84 hatte ich glaube ich gerade, ne? Nicht das. Nicht. Nicht. Nicht das. Fliegende Hummer, okay. Ist ja noch was anderes? Forschungsberichte? Orden und. Moment, Zeichen und Symbole. Es hätte ja auch so einfach sein können. Oh, wollt ihr mich veräppeln? Das Familienwappen der Familie Marsh. Der gegenwärtige Repräsentant der Familie ist der bekannte Wohltäter Lord Edward Marsh. Er hilft den Armen und Bedürftigen von Whitechapel mit Lebensmittel, warmer Kleidung etc. Okay. Darüber hinaus ist Lord Marsh der Mitbegründer des sogenannten Sonderausbildungsprogramms mit dem arme Menschen die Möglichkeit einer Ausbildung erhalten. Lord Marsh residiert in 3 Mansbury Road, London. Ach, jetzt habe ich einen Schluck auf. Okay, also es war sehr, sehr holprig in dieser Folge. Aber wir haben es endlich hinbekommen. Wir haben herausgefunden, was dieses Wappen bedeutet. Das heißt, wir müssen dann zur Mansbury Road. Da, gefunden. Ja, fahren. Dieser Mann könnte also Lord Marsh sein. Ein Lord, der sich in Kneipen herumtreibt. Statten wir Lord Marsh einen Besuch ab und tun wir so, als ob wir uns für seine Wohltätigkeit interessieren. Mr. Holmes, Sie haben Besuch. Sagen Sie, er soll warten. Ich fürchte, das wird nicht helfen. Diese junge Dame weigert sich zu warten. Was? Vater! Caitlin! Ihr Internat wurde überschwemmt, also hat man alle nach Hause geschickt. Es war dort auch so schon muffig genug. Meine Güte, wie bist du nur so schnell so groß geworden? Du bleibst hier. Es wird sich ein Bett finden. Holmes, sie kann natürlich mein Zimmer haben. Sag, was meinst du dazu, Kate? Hast du einen neuen Fall? Eine edle Dame, die erpresst wird? Oder eine Liebesgeschichte zwischen einem Prinzen und einer Jungfer? Wer weiß, wer weiß. Du wirst es mir doch verraten, Vater. Vielleicht. Wenn Gefahr droht, Watsons Eifersucht. Wenn du dich benimmst. Na schön, viel Spaß. Ich werde meinen Koffer auspacken. Helfen Sie mir, Mrs. Hudson? Na, da hat eine junge Dame aber direkt schon festgestellt, wie man die Leute um sich herum beeinflussen kann. Ja, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut
und werde dann zu dieser, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie die Adresse hieß, in der nächsten Folge hinfahren. Bis dann. Ciao.